Meine Damen und Herren, es ist 16.25 Uhr. Hatten wir vereinbart, vorzufahren. Ich bitte Sie also, Platz zu nehmen und teile Ihnen als erstes mit, dass noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Beteiligung der Kita-Eltern auf Landesebene muss endlich kommen. Drucksache 8850 aus 20. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 96 und kann, wenn jetzt niemand widerspricht, zusammen mit Top 91, das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung zum Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Dann rufe ich auf dem Top 62, das ist der Antrag der Freien Demokraten. Leitung der Documenta ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Lehren aus dem Antisemitismus-Skandal ziehen, Drucksache 8775, zusammen mit Top 85, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, Antrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Antisemitismus darf in Deutschland keinen Platz haben, Aufarbeitung zur Documenta hat höchste Priorität, strukturelle Neuaufstellung ist notwendig. Ich gucke mal in die Runde, ob wir die auf die Berichterstattung angesichts dieses Punktes verzichten können. Können wir so machen. Ne? Dann haben wir aber noch den Top 94, den dringlichen Antrag der Fraktion der SPD. Documenta-Vorfälle aufklären, aufarbeiten und die weltweit bedeutende Ausstellung zukunftsfähig aufstellen. Drucksache 8848 und dem dringlichen Antrag der Fraktion der AfD. Antisemita, Konsequenzen aus Documenta 15-Skandal müssen unmittelbar gezogen werden. Neustart für nächste Documenta muss skandalfrei möglich sein. Ja, das war's dann. Da das der Setzpunkt der Fraktion der Freien Demokraten ist, erteile ich Herrn Dr. Naas für die ersten 10 Minuten von der FDP das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Documenta ist eine der bedeutendsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst weltweit. Immer wieder hat sie einen neuen Blick auf die Gesellschaft ermöglicht. Sie hat Zuspruch, aber sie hat auch Ablehnung erregt. Die Documenta, um es deutlich zu sagen, sie ist wichtig für Kassel, für Hessen, für Deutschland. Aber, meine Damen und Herren, die Documenta hat schweren Schaden genommen. Und dafür tragen Sie, Frau Ministerin Dorn, auch die Mitverantwortung. Auf der Documenta 15 wurden öffentlich antisemitische Bilder ausgestellt. Das Bild People's Justice ist beschämend, es ist schockierend. Und das hätte nicht passieren dürfen, Frau Dorn, Punkt. Aber es ist passiert. Meine Damen und Herren, dieser Skandal kam aber mit Ansage. Denn seit Januar gab es Vorwürfe gegen Beteiligte des Kuratorenkollektivs Jürgen Krupa, der künstlerischen Leitung der Documenta. Und das Thema war auch schon in einer Sondersitzung des Ausschusses hier im Landtag diskutiert, nämlich im Juni 2022, und zwar auf Antrag der FDP. Die entscheidende Frage lautete damals, ist die Landesregierung der Auffassung, dass beteiligte Personen der Documenta antisemitische Positionen vertreten? Sie, Frau Ministerin, haben damals diese Frage nicht beantwortet. Dreimal habe ich nachgefragt, und dreimal haben Sie sich weggeduckt. Zum Teil haben Sie mich sogar ausgelacht. Heute wissen wir, das war ein Fehler. Und es wäre auch Zeit, sich dafür mal zu entschuldigen. Frau Ministerin, Sie haben weggeschaut, obwohl es Hinweise gab. Und, Frau Ministerin, hätten Sie die Vorwürfe ernster genommen, wären Sie nicht so naiv gewesen, hätte man schon damals das Ausmaß auch israelfeindlicher Positionen erkennen können. Ja, angeblich haben Sie den Verantwortlichen vor der Ausstellungseröffnung Ratschläge gemacht, wie mit der Gefahr antisemitischer Kunstwerke umzugehen sei. In einem Antrag von CDU und Grünen von letzter Woche heißt es, Bund und Land hätten schon im Januar vorgeschlagen, ein Gremium von Fachleuten zu bilden. Der Vorschlag sei aber bedauerlicherweise nicht aufgenommen worden. Davon haben Sie nichts, aber auch gar nichts im Ausschuss gesagt. Und, Frau Ministerin, selbst wenn es stimmt, Frau Dorn,
Sie sind Ministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen. Sie sind Teil des Aufsichtsrates, und Sie können sich nicht damit rausreden, dass Sie ja irgendwann irgendwas vorgeschlagen hätten und was dann nicht aufgegriffen wurde. Nein, Sie hätten sich auch mal der Sache annehmen müssen. Sie hätten diese Sache durchsetzen müssen. Und das alte Motto, bemühte sich stets, ist da zu wenig. Das reicht nicht. Meine Damen und Herren, das Maß an Provokation, an Diffamierung und Verletzung durch das Werk People's Justice kann man kaum in Worte fassen. Wir alle haben darauf vertraut, dass so etwas in Deutschland nicht ausgestellt wird, dass der Kampf gegen Antisemitismus keine leere Phrase ist. Und dieses Vertrauen ist gebrochen worden. Was ist der Schwur nie wieder bei Ihnen wert, Frau Ministerin? Meine Damen und Herren, wir fordern eine schonungslose Aufarbeitung der Vorfälle rund um die Dokumente, und zwar eine neutrale Aufarbeitung. Sie, Frau Ministerin, und die regierungstragenden Fraktionen wollten damit am Anfang sogar noch die Generaldirektorin Schormann beauftragen. Aber Frau Schormann kann und will es offensichtlich gar nicht. Meron Mendel war einer der wenigen, der zu einer Zusammenarbeit mit Frau Schormann in dieser Frage noch bereit war. Und er verdient dafür wirklich Dank und Anerkennung. Aber er hat auch dann schnell abgewunken, weil er gemerkt hat, dass er nämlich nur ein Feigenblatt ist. Ich sage es klar und deutlich, die Generaldirektorin ist an erster Stelle für diesen Skandal verantwortlich. Und sie kann ihn jetzt auch nicht aufarbeiten. Meine Damen und Herren, die Documenta 15 ist eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Claudia Roth und die Ministerin sehen die Generaldirektorin in der Pflicht, die wiederum auf die künstlerische Leitung Johann Krupa verweist, die wiederum verweisen auf das Lumbung-Prinzip, und damit ist keiner verantwortlich, und das ist ja auch das Konzept. Das ist aber auch Teil des Skandals. Denn, meine Damen und Herren, wenn eine Veranstaltung mit einem Etat von über 40 Millionen größtenteils öffentliche Mittel, wenn das funktionieren soll, muss klar und deutlich sein, wer letztlich die Verantwortung trägt. Denn es geht immer auch um Hessens Ansehen in der Welt. Jetzt müssen Sie, Frau Ministerin, das Mindeste tun. Ich sage klar und deutlich, die Generaldirektorin muss endlich abberufen werden. Denn es ist, um es mit den Worten von Daniel Bodmann zu sagen, eine Zumutung, dass Sabine Schormann noch im Amt ist. Die Generaldirektorin ist auch für den katastrophalen Umgang mit dem gesamten Vorfall verantwortlich. Sie hat schlichtweg versagt. Und nicht nur das, und nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit und der jüdischen Community in Deutschland, sondern auch gegenüber ihren eigenen Künstlerinnen und Künstlern. Aber, meine Damen und Herren, auch der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Christian Geselle, muss sich mal dringend fragen, ob er eine glückliche Figur hier gemacht hat in diesem Skandal. Sein Verhalten war ebenfalls verantwortungslos. Er hat dem Image der Stadt Kassel ebenfalls geschadet. Die Teilnahme an einer Ausschusssitzung des Bundestages aus Termingründen abzusagen, das war feige und jämmerlich. Und, Frau Ministerin, schließlich müssen Sie sich eingestehen, dass Sie politisch zu schwach waren, um sich gegenüber dem Oberbürgermeister der Stadt Kassel und der Geschäftsführung der Documenta durchzusetzen. Sie haben uns im Ausschuss noch versichert, es werde keine antisemitische Kunst gezeigt. Frau Schormann hat dann aber gesagt, das sei nie vereinbart gewesen. Was, Frau Ministerin, gilt denn eigentlich? Sie waren ganz stolz auf dem roten Teppich, auf dem Sie gestanden haben, auf der Eröffnung der Documenta. Das war Ihre Ausstellung. Da müssen Sie jetzt aber auch die Verantwortung übernehmen, sonst wird es nämlich am Ende auch etwas eng für Sie langsam. Und die Vorfälle rund um die Documenta sind ja um die Welt gegangen. Der Skandal ist noch nicht abgeschlossen. Gestern kam heraus, dass sehr viel mehr Künstlerinnen und Künstler der BDS-Bewegung nahestehen und den entsprechenden Aufruf oder die Aufrufe auch unterschrieben haben. Jetzt sind es schon über 84 Künstlerinnen und Künstler, von denen da die Rede ist. Der Schaden ist für das Land immens. Er ist unabsehbar.
Es wird Zeit, endlich eine neue Struktur für die Documenta zu finden. Denn es kann nicht sein, dass Millionen Landesgelder in eine Ausstellung gehen, ohne dass die Verantwortlichkeit klar geregelt ist. Meine Damen und Herren, es handelt sich hier nicht um einen städtischen Kunstsalon oder eine städtische Kunstschau, sondern um eine internationale Ausstellung von Weltrang. Die Documenta hat eine Zukunft verdient. Aber sie muss sich ändern. Sonst, meine sehr verehrten Damen und Herren, war es die letzte Documenta. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Herr Naas. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Schmidt gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Documenta ist eine öffentliche Angelegenheit. Das begründet ihre Relevanz, das hat aber auch Konsequenzen. Dass antisemitische Bildsprache auf der Documenta 15 gezeigt wurde, ist ein inakzeptabler Tabubruch. Dieser Tabubruch hat nicht nur die Jüdinnen und Juden in unserem Land, sondern weltweit erschüttert und entsetzt. Das hat uns alle erschüttert und entsetzt. Und das kann so nicht stehen bleiben. Deshalb möchte ich zu Beginn meiner Rede noch einmal etwas grundsätzlich betonen. Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland und auch sonst nirgendwo auf der Welt. Das gilt auch und im Besonderen für anti-israelischen Antisemitismus. In unsere Geschichte ist die Shoah eingebrannt. Daraus erwächst eine besondere Verantwortung für uns alle. Und wenn wir es ernst meinen mit dieser Verantwortung, dann müssen wir Antisemitismus mit allen Mitteln bekämpfen, nicht nur in unserem Land, sondern auch in globalen Zusammenhängen. Schweigen ist keine Option. Da, wo Antisemitismus geäußert wird, müssen wir laut werden. Da, wo Unrecht geschieht, müssen wir unsere Stimme erheben, um des Unrechts der anderen Menschen, aber auch um unserer selbst willen. Es gehört zu unserem kulturpolitischen Konsens, dass wir die Kunstfreiheit dadurch sichern, dass Kultureinrichtungen und KuratorInnen volle Freiheit haben. Es gibt kein Recht, ausgestellt zu werden, aber es gibt das kuratorische Recht, zu entscheiden, was ausgestellt wird und was nicht. Diese Entscheidung ist aber nicht voraussetzungsfrei. Nein, diese Entscheidung hat ihre Grenzen in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und in der Menschenwürde. Antisemitische, rassistische oder anderweitig gruppenbezogene menschenfeindliche Diffamierungen können sich nicht auf die Meinungs- oder Kunstfreiheit beziehen, denn sie verstoßen gegen den Konsens, der diese Freiheiten ermöglicht. Freiheit, auch künstlerische oder kuratorische Freiheit, ist ohne Verantwortung nicht zu haben. Auch taugt diese Grenzüberschreitung nicht dazu, den Vorfall zu skandalisieren oder politisch Kapital daraus zu schlagen. Auch in der Politik und gerade hier gibt es Grenzen. Statt also vordringlich nach personellen Konsequenzen zu rufen oder den Skandal für eigene Propaganda zu nutzen, müssen die Fehler jetzt erst einmal analysiert und dringende Fragen geklärt werden, jenseits aller Spekulationen. Und ehrlich gesagt ist der Antrag der SPD ziemlich dreist, jetzt die Landesregierung aufzufordern, in einen konstruktiven Dialog mit allen Verantwortlichen zu treten, finde ich vermessen. Die Staatsministerin macht das seit Januar immer wieder und unermüdlich. Das konnte man ganz breit in der Presse lesen. Und ich frage mich in diesem Haus, ob SPD und auch Herr Kollege Naas die Presse ab Januar verfolgt haben. Anders. Anders der SPD-Oberbürgermeister von Kassel, der Aufsichtsratsvorsitzender der Documenta ist. Er hielt es nicht einmal für notwendig, sich der Debatte im Bundestag zu stellen. Er hatte etwas Wichtigeres zu tun.
Es ist bezeichnend, dass der Aufsichtsratsvorsitzende mit keiner Silbe in Ihrem Antrag erwähnt wurde, liebe SPD. Auch greift der Antrag ohnehin viel zu kurz, denn wir brauchen jetzt ein Expertengremium, nicht perspektivisch, nicht irgendwann, sondern jetzt. Richten Sie also Ihr Appell lieber an Herrn Geselle, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Vielleicht ist er dann endlich bereit, die Verantwortung auch wahrzunehmen. Der kollektive Prozess als eigentliches Kunstwerk, das klang als Ansatz der Dokumenta 15 spannend, ganz anders, als wir es gewohnt sind. Kunst soll sich konsequent der Öffentlichkeit stellen und uns zu irritieren und zu transformieren. So hat es das Kuratorenkollektiv angekündigt. Aber ein solcher Ansatz birgt auch Risiken, und daraus hätte man die richtigen Schlüsse ziehen müssen. Leider ist das nicht passiert, weil ohne verantwortungsvolle, wahrnehmbare Strukturen in der Organisation alle guten Ideen zum Scheitern verurteilt sind. Dass die Dokumenta ein Problem mit ihren Strukturen hat, ist spätestens seit 2018 hinlänglich bekannt. Hinzu kommen nicht geklärte Zuständigkeiten, fehlende internationale Expertise und diffuse Verabredungen. Der Projektprozess wurde nicht ausreichend begleitet. Das Kuratorenkollektiv und die Künstlerinnen und Künstler nicht ausreichend sensibilisiert. Das hätte auch bedeutet, internationale Expertise einzuholen, auf allen Ebenen, auch auf der des Aufsichtsrats. Es ist nicht nachvollziehbar, dass verschiedene Vorschläge von Bund und Land für das Hinzuziehen externer Expertise ohne weitere Diskussion abgelehnt wurden. Bereits unmittelbar nach den ersten Antisemitismusvorwürfen im Januar haben Bund und Land vorgeschlagen, ein Gremium aus Fachleuten der Antisemitismusforschung und der Kunst zur Beratung im Vorfeld der Dokumenta heranzuziehen. Diese Unterstützung wurde leider ausgeschlagen. Auch der Vorschlag einer beratenden Taskforce zur Krisenintervention wurde leider nicht aufgegriffen. Immer wieder wurde seitens der Dokumenta versichert, dass es keine antisemitische Bildsprache gebe. Da hat der Herr Kollege Naas in seiner Rede wohl etwas durcheinandergebracht. Trotzdem wurden keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen. Stattdessen wurde der Vorwurf der Zensur geäußert. Den Projektprozess aber verantwortungsvoll zu begleiten, hat nichts mit Zensur zu tun. Es hätte bedeutet, sowohl dem Kuratorenkollektiv als auch den ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern zu vermitteln, wo grundgesetzliche Schranken, gesellschaftliche Erwartungen und Diskurse in Deutschland verlaufen. Es hätte auch bedeutet, umgekehrt in unser Land hinein zu vermitteln, mit welchen Ansätzen, Positionen und Ideen wir auf der Dokumenta 15 konfrontiert werden. Und es hätte bedeutet, und das ist meiner Meinung nach am wichtigsten, beide Perspektiven miteinander in Verbindung zu setzen und sich darauf zu verständigen, wo die Menschenwürde, besonders die Würde unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und des Landes Israels ihre Grenzen hat. Angesichts der kuratorischen Katastrophe ist jetzt Aufklärung notwendig. Deshalb begrüße ich, dass am Freitag eine Sonderaufsichtsratssitzung auf Drängen von Staatsministerin Dorn einberufen wurde. Was jetzt zählt, ist der gemeinsame Wille, die Ursachen auch wirklich aufzuklären und Fehler zu markieren. Denn nur so kann eine grundlegende Strukturreform der Dokumenta auch möglich werden. Und ich hoffe sehr, dass Verantwortung dann nicht weggeschoben, sondern da, wo eigene Fehler passiert sind, auch angenommen wird. Denn Verantwortung bleibt, sie lässt sich nicht wegdiskutieren. Die Dokumenta ist nicht nur der Stolz der Stadt Kassel oder der von Hessen, sondern sie ist als internationale Kunstausstellung für Kunst und Kultur weltweit von Bedeutung. Damit das so bleibt, müssen wir jetzt die Chance wahrnehmen, sie zu erneuern. Strukturen müssen überarbeitet, Zuständigkeiten festgeschrieben und Verantwortlichkeiten benannt und auch angenommen werden. Nur so kann verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt werden. Nur so können wir auch über andere und vielleicht fremde Personen vertrauensvoll und offen im Rahmen einer Kunstausstellung diskutieren. Nur so gibt es eine Zukunft für die Dokumenta. Dann ist der Blick auch wieder frei für das, was die Dokumenta auch ist. Eine Kunstausstellung mit internationalem Rang, die so bislang in Deutschland noch nicht zu sehen war. Eine Kunstausstellung, die zu Debatten über Kunst, künstlerische Ausdrucksformen und Positionen einlädt und uns gesellschaftliche Utopien lernt.
eine Kunstausstellung, die immer noch die Chance hat, die Sichtweisen des globalen Südens und Nordens in Dialog zu setzen. Wir können uns dafür begeistern, wir können uns daran reiben und natürlich können wir auch darüber streiten, aber immer auf einer Grundlage, die wir zuvor gemeinsam vereinbart haben. Dazu müssen wir uns auch darüber verständigen, was Freiheit, Verantwortung und Respekt im internationalen kulturellen Diskurs heute bedeuten. Faktenbasiert, konstruktiv, respektvoll und auf Augenhöhe und im Dialog. Dafür möchte ich eintreten, auch für die Künstlerinnen und Künstler, die hier auf der Documenta das zeigen, worum es uns eigentlich gehen sollte. Menschenwürde, Mitmenschlichkeit, Solidarität und Schutz derjenigen, die von Anfeindungen bedroht sind. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Schmidt. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Dr. Grobe zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir erleben, ganz nach Richard Wagner, die Götterdämmerung von Ministerin Dorn. Denn das Documenta-Theaterstück mit dem Titel »Die verlorene Ehre der Angela D.« kommt langsam zu seinem letzten Akt. In diesem Dreiakter geht es um Doppelmoral, um Unanständigkeit und um Verlogenheit. Es geht um geheuchelte Betroffenheit, es geht um Bigotterie, aber auch um Inkompetenz und Naivität. Also alles, was eine gute Schmierenkomödie ausmacht. Die ProtagonistInnen, die hier allesamt den linksgrünen Milieu entstammen, argumentieren mit leeren Worthülsen. Denn sie verniedlichen, wiegeln ab und interpretieren den Antisemitismus des globalen Südens um. Sie zeigen, dass es ihnen an Selbstreflexion mangelt und versuchen, ihre Mitschuld und ihre Verantwortung an der Ausstellung der Schande ständig weiterzureichen. Nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Dieses politische Teflon-Prinzip ist zum wichtigsten Bestandteil des sogenannten besten Deutschlands aller Zeiten geworden. Denn alle Beteiligten wissen, es geht um etwas Großes, nämlich darum, dass Sie, die Gutmenschinnen, eventuell Ihre lukrative und moralinsaure Stellung einbüßen und somit aus dem Spiel genommen werden könnten. Um was es Ihnen aber nicht geht, ist das Ansehen Hessens und Deutschlands. Denn wenn es Ihnen darum ginge, hätten Sie längst die richtigen Konsequenzen gezogen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Ouvertüre begann bereits unter dem heutigen Ministerpräsidenten Boris Rhein mit einem Traum. Denn Herr Rhein unterstützte als damaliger Kunstminister, dass ein Künstlerkollektiv aus dem streng muslimischen Indonesien die Weltausstellung kuratieren durfte. Ein Staat mit einer antisemitischen Staatsräson. War es schon damals Ahnungslosigkeit, war es Desinteresse oder akzeptierte man wissentlich einen möglichen Antisemitismus, der sich unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit einschlich? Anfang 2022 begann der zweite Akt und der Traum zerplatzte schnell an der Realität. Und nun erleben wir seit einigen Wochen den harten Aufschlag und den dritten Akt mit dem Abgesang. Denn alles, was wir von der Alternative für Deutschland in unserer letzten Aktuellen Stunde vorhersagten, ist eingetreten. Wir haben Sie, Frau Ministerin Dorn, und die gesamte Landesregierung darauf aufmerksam gemacht, dass BDS-Unterstützer und damit Antisemiten auf der Documenta am Werke sind. Das wollten Sie nicht hören. Wir haben Sie, Frau Ministerin, und damit die gesamte Landesregierung dazu aufgefordert, die Kunstwerke der Documenta vor der Eröffnung genauestens zu prüfen und damit keine antisemitischen Werke gezeigt werden. Das wollten Sie nicht hören. Wir haben Sie, Frau Ministerin, und damit die gesamte Landesregierung dazu aufgefordert, kein weiteres Steuergeld mehr in die Documenta zu pumpen, bis die Antisemitismusvorwürfe nicht zweifelsfrei aus der Welt geschaffen sind. Das wollten Sie nicht hören. Wir haben Sie, Frau Ministerin, damit die gesamte Landesregierung darauf hingewiesen, dass die grundgesetzlich verbriefte Kunstfreiheit kein Freibrief für Antisemitismus sein darf. Das wollten Sie nicht hören. Wir haben Sie, Frau Ministerin, als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Documenta darauf hingewiesen, dass die bedeutendste Kunstausstellung für zeitgenössische Kunst durch Ihr Nichtstun derart beschädigt wird und zur Ausstellung der Schande mutiert. Das wollten Sie nicht hören. Und was machen Sie jetzt? Sie handeln wie schon bei der Städelschule, bei der die amerikanische Professorin Jaspi Pua im November 2021 eingeladen wurde. Eine Person, die antisemitische Stereotype und Verschwörungstheorien verbreitet. Darauf haben wir Sie aufmerksam gemacht, aber auch das wollten Sie nicht hören.
Sie versuchten, diesen Skandal an die Studenten weiterzureichen, da diese die Einladungen versandten. Zu dieser Vortragsreihe waren übrigens noch weitere 6 Redner eingeladen, die allesamt einen offenen Brief der vom Bundestag als antisemitisch eingestuften BDS-Bewegung unterschrieben haben. Das wollten Sie nicht hören. Anders als Sie können wir von der AfD derartige Weltbilder nicht unterstützen. Wenn man das bei den Grünen und im Ministerium für Wissenschaft und Kunst anders sieht, korrigieren Sie mich gerne. Wenn nicht, würde es erklären, warum Sie es zulassen, dass die nächste BDS-Unterstützerin Linda Martin-Olkoff zu einer Vorlesung an die Goethe-Universität eingeladen wurde. Kommen wir zur Documenta zurück. Hier gleichen sich die Bilder der Schuldzuweisungen. Denn Sie suchen mit dem SPD-Oberbürgermeister Christian Geselle einen Sündenbock, den Sie zu opfern bereit sind und der weit genug von Ihnen entfernt ist, damit der antisemitische Dreck nicht an Ihnen hängen bleibt. Doch es ist nicht nur der Aufsichtsratsvorsitzende Geselle, der hier seiner Arbeit von Anfang an nicht nachgekommen ist. Es ist nicht nur die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann, die es versäumt hat, rechtzeitig einzugreifen und der Sie bis heute in Nibelungentreue verbunden sind, indem Sie Frau Schormann gebetsmühlenartig als unzuständig erklären. Sie, Frau Dorn, versuchen vielmehr seit geraumer Zeit einzig den Kuratoren, das indonesische Künstlerkollektiv Ruang Rupa, die Schuld zuzuweisen, in der Hoffnung, vom eigenen Fehlverhalten und von Versäumnissen abzulenken. Und dieses Kollektiv verfährt ähnlich wie Sie. Denn Sie versuchen die Schuld bei den früheren niederländischen Kolonialherren im 18. Jahrhundert abzuladen. Hier zeigt sich, dass die Identitätspolitik der rosa Elefant ist, der dort wie hier bei den grün-linken Fraktionen herumgeistert. Sie trauen sich nicht mehr, die Wahrheit auszusprechen. Die Wahrheit, dass der Antisemitismus ebenso auch im Islam wie im linken Milieu tief und fest verankert ist. Letztlich instrumentalisieren Sie alle den Postkolonialismus, um die Verantwortung für den eigenen Antisemitismus weiterzureichen. Frau Ministerin Dorn, Sie sind es, die jedwede Warnung ignoriert hat, Sie mit fadenscheinigen Argumenten wegwischte, weil man Ihnen angeblich immer versichert habe, dass es keine Hinweise auf antisemitische Bildsprache gebe. Und damit sind Sie, Frau Ministerin Dorn, die Hauptverantwortliche dieses hausgemachten Skandals, kein anderer. Das unterscheidet Sie auch von der Protagonistin des eingangs von mir unbenannten Werkes von Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Sie sind eben nicht unschuldig. Denn Sie sind es, die uns in der letzten Woche auf der Ausschusssitzung in Kassel nicht informiert haben, dass der designierte Beiratsvorsitzende Meron Mendel Ihnen bereits die Brocken vor die Füße geworfen hatte. Ihnen und Frau Schormann warf er Unwillen und Untätigkeit vor. Herr Mendel vermisst den ernsthaften Willen, die Vorgänge aufzuarbeiten und in einen ehrlichen Dialog zu treten. Und nun zieht sich Hito Steyerl, eine international renommierte Künstlerin, mit der gleichen Begründung von der Documenta zurück. Übrig bleiben Unbekannte mit antisemitischem Hauch. Denken Sie daran, das, was Bundespräsident Steinmeier bei der Eröffnung der Documenta sagte. Verantwortung kann man nicht outsourcen. Hätten Herr Geselle, Frau Schormann, vor allem Sie noch einen Funken Anstand im Leibe, würden Sie alle die Konsequenzen ziehen und noch heute Ihren Rücktritt bekannt geben. Da ich aber befürchte, Frau Dorn, dass Ihnen das nötige Rückgrat fehlt, gebe ich ihr auch für die Zukunft einen Rat mit auf den Weg. Wir haben Sie auf alles, was Ihnen jetzt um die Ohren fliegt, rechtzeitig aufmerksam gemacht. Vielleicht denken Sie aber darüber nach, künftig nicht alles abzulehnen, nur weil es von der AfD kommt. Im konkreten Fall hätte uns das allen nämlich viel Ärger ersparen können. Lassen Sie es mich deutlich sagen, Frau Ministerin Dorn. Sie sind Ihrer Aufgabe moralisch nicht gewachsen, völlig überfordert und schaden Hessen und Deutschland national wie international. Sie und die beteiligten Organisatoren sind letztlich schuld, wenn die Documenta 15 abgeräumt wird. Dennoch wäre es ein klares Zeichen dafür, dass Antisemitismus nicht geduldet wird. Überarbeiten Sie das Konzept, tauschen Sie den Aufsichtsrat komplett aus, geben Sie das Geld dem Steuerzahler zurück und treten Sie endlich zurück. Vorher aber entlassen Sie Frau Schormann. Denn das fehlende Verantwortungsbewusstsein der Generaldirektorin ist weitaus schlimmer als ein Foto von 2 Professoren beim Mittagessen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Rhein, durch die Berufung von Ruang Rupa in Ihrer Amtszeit als Kunstminister haben Sie den antisemitischen Skandal eingeleitet. Da wir nicht glauben, dass Frau Ministerin Dorn die Größe hat, zurückzutreten, fordern wir Sie hiermit auf, wenigstens für ein Ende des Schreckens zu sorgen. Entlassen Sie endlich Ministerin Dorn und geben Sie der Documenta die Chance für einen Neuanfang.
Wenn dies nicht passiert, wird auch Ihr Ansehen, darunter national wie international, leiden. Dass der Schuh, Frau Ministerin, mehr als eine Nummer zu groß ist, zeigt sie nicht nur bei der Documenta, sondern auch beim UKGM. Daher ist es wichtig, dass wir gemeinsam einen Untersuchungsausschuss zu Documenta einberufen. Unsere Bürger erwarten mit Fug und Recht, dass ein derart gravierender Eklat nicht unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit in Vergessenheit gerät, sondern in aller Öffentlichkeit parlamentarisch aufgearbeitet wird. Parteipolitische Differenzen dürfen hier nicht dazu führen, dass die politische Aufarbeitung verzögert wird. Denn dieser Antisemitismus-Skandal wird noch lange nachhallen. Nicht von ungefähr bezeichnete die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann die Documenta als Antisemiter. Vielen Dank. Danke, Herr Grobe. Für die Fraktion der Linken hat sich Ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Kula, zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, wie Ihnen es geht, aber ich finde es zunehmend immer unerträglicher, zu so einem wichtigen und sensiblen Thema wie Antisemitismus solche demagogischen Reden in diesem Haus zu hören. Ich finde das wirklich absolut unerträglich. Die Documenta hat die Kunstwelt immer wieder erschüttert, ob in armen, nach Kunst dürstenden Nachkriegszeiten, in aufrührerischen Revoltejahren, in der unbeschwerten Epoche des ausgehenden 20. Jahrhunderts oder dem von der Globalisierung geprägten Jahrhundertwechsel. Die Documenta-Geschichte ist eine Geschichte der Niederlagen, des Zweifels, der Skandale und gleichzeitig der Erneuerung, der Erkenntnis, der künstlerischen Produktivkraft. Immer aber war sie eine Erfolgsgeschichte. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern von Michael Glasmeier und Karin Stengel, die der Documenta zum 50. Geburtstag einen Sammelband gewidmet haben. Und ich finde, sie haben recht. Die Documenta steht seit vielen Jahren für eine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Strukturen, für die Überwindung von Grenzen, sowohl im Kopf als auch auf der Landkarte, und für Diskurs und Dialog. Die bedeutendste Ausstellung moderner und zeitgenössischer Kunst will überwinden, was ausgrenzt. So verstehen auch die Kuratoren der Documenta 15, das indonesische Kollektiv Ruan Grupa, das Selbstverständnis der Ausstellung. Sie setzen mit dem Leitmotiv der Lungbum, der gemeinschaftlich genutzten indonesischen Reisscheune, ein künstlerisches Zeichen für Kollektivität und Gemeinsinn gegen Individualisierung und Konkurrenz, die moderne kapitalistische Gesellschaften prägen. Sie stellen künstlerisch gesellschaftliche Gegenentwürfe zur Diskussion, schaffen Möglichkeitsräume für alternative Ökonomien mit Mensch und Natur und ihrem Verhältnis im Mittelpunkt der künstlerischen Auseinandersetzung. Auch geht es um globale Machtverhältnisse und Ausbeutung sowie globalisierungskritischen Widerstand. Alles vor der künstlerischen Schablone und Praxis der Lungbum als Symbol kollektiven Handelns. Wir können viel lernen von dieser Documenta und ihren Künstlerinnen und Künstlern, vor allem aus dem globalen Süden. Überschattet wird die Documenta 15 aber von antisemitischen Abbildungen, die Teil der Ausstellung waren und mittlerweile abgebaut wurden. Auf dem großen Banner, welches am Friedrichsplatz hing, das den Namen People's Justice trägt und vom indonesischen Künstlerkollektiv Taring Padi stammt, war mindestens eine Figur dargestellt, die ohne jeden Zweifel einen antisemitischen Charakter hat. Und um es an dieser Stelle auch einmal klar und deutlich zu sagen, um keine Pappkameraden zu erlauben, Antisemitismus darf niemals unwidersprochen bleiben und hat auf der Documenta in ganz Hessen, Deutschland und der Welt keinen Platz. Und dafür müssen wir uns alle immer wieder tagtäglich einsetzen. Der antisemitische Charakter auf dem Banner dargestellten Figur ist ohne Zweifel. Und nach monatelanger öffentlicher Diskussion bleibt die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass eine solche Abbildung im Rahmen der Documenta in der Ausstellung landete. Alle Beteiligten, die künstlerische Leitung, der Aufsichtsrat der Documenta GmbH und alle politisch Beteiligten in Kommune, Bund und Land müssen Verantwortung dafür übernehmen.
Leider mussten wir in den vergangenen Wochen aber das Gegenteil erleben und auch heute leider in Teilen schon wieder. Verantwortung wird hin und her geschoben, es gibt öffentliche Schuldzuweisungen und der Dialog wird abgebrochen. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren, und der Umgang damit schadet der Documenta, Kassel und ganz Hessen. Die Verantwortlichen müssen jetzt gemeinsam erklären, wie es dazu kommen konnte, welche Schlüsse man daraus zieht und wie man langfristig damit umgehen will. Die öffentliche Schlammschlacht um die Ausstellung muss aufhören. Das wird weder der künstlerischen Relevanz der Documenta noch der Sensibilität des Umgangs mit Antisemitismus gerecht. Alle Beteiligten müssen wieder zurückkehren zu Dialog, Austausch und gegenseitiger Lernbereitschaft. Das unwürdige Schauspiel rund um die Frage, wer für die antisemitische Darstellung Verantwortung übernimmt, hat leider auch dazu geführt, das haben wir auch gerade gemerkt, dass rechte Agitatoren Morgenluft schnuppern, um ihren antimuslimischen Rassismus salonfähig zu machen. Ja, wir müssen Antisemitismus ernst nehmen und bekämpfen, aber den Versuch, immer mit dem Finger auf die Menschen mit arabischen Wurzeln oder muslimischen Glauben zu zeigen, um vom eigenen Antisemitismus abzulenken, das werden wir dieser blau-braunen Fraktion in diesem Haus niemals durchgehen lassen. Und leider musste ich letzte Woche feststellen, dass auch nicht alle Fraktionen in diesem Haus dialogfähig und bereit sind. Wir waren mit dem Wissenschafts- und Kunstausschuss an der Uni Kassel und haben danach die Documenta 15 besucht. Dort konnten die Abgeordneten des Ausschusses mit Vertretern des Kuratorenkollektivs Rohan Grupa ins Gespräch kommen. Ich empfinde es als Affront gegen die Documenta und im Übrigen auch gegen die eigene Ministerin, dass kein Abgeordneter der CDU an diesem Austausch teilgenommen hat. Das ist ein Politikum und genau das falsche Signal von einer Fraktion in Regierungsverantwortung. Dass die AfD sich nicht für Kunst, Dialog und Austausch interessiert und nicht auftaucht, geschenkt. Ich glaube, die wurden auch nicht vermisst. Für die hessische CDU ist das aber mehr als peinlich. Gerade angesichts des letzten Interviews von Rohan Grupa in der Zeit, in dem doch ein Lernprozess zum Thema Antisemitismus beobachtet werden kann, wäre es redlich, wenn auch wir als hessische Abgeordnete zuhören und lernen würden. Die Kunst auf der Documenta hat uns viel zu sagen, und wir sollten signalisieren, dass wir neben der unausweichlichen und dringend notwendigen Auseinandersetzung um antisemitische Darstellung auch zuhören und lernen wollen. So ging es bei People's Justice von Taring Padi um die Verantwortung ausländischer Geheimdienste und Regierungen beim Massenmord durch das Suharto-Regime 1965. Es ist mehr als tragisch, dass die antisemitischen Darstellungen auf dem Banner einer Auseinandersetzung mit deutscher Mitverantwortung an der Ermordung Hunderttausender vermeintlicher Kommunisten und Chinesen in Indonesien und die Mitverantwortung deutscher Politik unter Helmut Kohl verhindert. Das finden wir sehr tragisch. Ja, wir müssen zweifellos darüber sprechen, wie antisemitische Darstellungen auf der Documenta landen könnten. Gleichzeitig haben wir auch eine Verantwortung, uns endlich mit der Unterstützung deutscher Regierungen für mörderische Regime auseinanderzusetzen. Bisher ist die Unterstützung des Suharto-Regimes durch das Auswärtige Amt unter Helmut Kohl ein blinder Fleck deutscher Geschichte, mit der wir uns endlich beschäftigen müssen. Meine Damen und Herren, auch dürfen wir zur rechten Hetze, die die Künstlerinnen und Künstler der Documenta 15 teilweise über sich ergehen lassen müssen, nicht schweigen. Sie ist weder zu rechtfertigen noch zu verharmlosen. Queere KünstlerInnen des indischen Kollektivs Party Office wurden von 4 Männern bedroht, und als sie die Polizei zu Hilfe riefen, haben diese ihnen Handschellen angelegt und sie eine halbe Stunde ausharren lassen. Diese Bedrohung und dieses inakzeptable Verhalten der Polizeibeamten muss aufgeklärt werden und Konsequenzen haben, meine Damen und Herren. Die Documenta ist wichtig. Die Documenta ist wichtig für Kassel, für Hessen und für die Kunstwelt. Alle Verantwortlichen müssen sich das in Erinnerung rufen und ihre Dialogbereitschaft wiederherstellen, gemeinsam Konsequenzen ziehen und die Documenta in Zukunft besser aufstellen. Politisch motivierte Rücktrittsforderungen, wie wir sie heute auch schon wieder gehört haben, oder Rufe nach rollenden Köpfen hingegen stellen eher eine Weiterführung der verantwortungslosen Beschädigung der größten Kunstausstellung der Welt dar. Vielen Dank. Danke, Frau Kula.